Und hiermit ein herzliches Willkommen zum Quiz, meine lieben Damen und Herren. Ja, schönes Highlight für dieses Jahr. Hannes und ich haben uns zusammengesetzt und haben in den letzten Tagen oder Wochen ein schönes Quiz zusammengearbeitet. Die Fragen werden von einfach bis schwierig gehen. Das Quiz ist einfach zum Mitraten, zum vielleicht neue Ideen sammeln oder neue Eindrücke sammeln und vielleicht nochmal sogar zum, ja, vielleicht Lernen des ein oder anderen neuen Kniffs. So, ich muss das Ding jetzt noch mal ganz kurz nur finden in meinen Ordnern. Gib mir da mal eine Sekunde. Da sind wir doch. Fragenquiz. Und da habe ich auch das Tux-Tage-Quiz. Genau wollte ich es haben. Ihr werdet das am Ende der Tux-Tage auch in dem Programmpunkt, wo wir gerade drin sind, als Download finden. Das heißt, ihr könnt das auch gerne dann herunterladen und auch für eure eigenen Tux-Tage natürlich verwenden, aber ich meine natürlich auch vielleicht mal für einen Stammtisch oder sowas, wo man das einfach mal beispielsweise hinprojiziert. Ich starte mal bei mir die Bildschirmübertragung, dann seht ihr den ganzen Spaß und als Highlight sind wir auch, wir lassen das erstmal mit dem Metaverse, weil ich glaube, das würde erstmal zu sehr verwirren. Vielleicht gehen wir nochmal im Metaverse. Ich stehe hier gerade da im Vortragsraum, mal schauen, ob wir das noch machen. Wir haben noch ein paar Teamler mitgebracht. Einmal stellt euch noch mal ganz, ganz kurz in einem Mini-Mini-Satz vor. Jo, dann fängt einfach mal der Hannes an, ja. Genau, ich bin der Hannes und ich bin ganz neu im Team und ich war im Track B an der Regie tätig. Genau, ich benutze Linux eigentlich jeden Tag ausschließlich und finde, dass man da eigentlich alles machen kann, was man so machen muss. Genau. Hallo Hannes, und ich muss sagen, er hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Also hier Respekt nochmal und einen ganz kleinen Applaus. Dankeschön. Dann kann sich ja mal Micha vorstellen. Wenn sich Barbara nicht vorstellen möchte, ist auch voll okay. Ja, ich bin der Micha und ich bin auch dabei. Man kennt mich ja inzwischen, sag ich mal. Genau so hätte ich an deiner Stelle auch angeantwortet. Will sich Barbara vorstellen? Wenn nicht, ist auch voll cool. Will sich nicht vorstellen, wie ich schon aussehe. Ich bin auch dabei. Ja. Sie ist auch dabei. Du bist Betreuerin bei uns, ne? Sehr schön. Gut, also ich würde sagen, wir starten einfach mal zum Mitraten. Ihr könnt auch gerne in den Chat mitschreiben und so weiter. Man hört dich nicht im Hörsaal, schreibt Cubics. Dann tue ich mich mal im Hörsaal. Wir sind gerade im Hörsaal auch noch nebenbei. Einfach mal entmuten, dann seht ihr den ganzen Spaß, ne? Super, der Steve ist auch schon da. Kann man fliegen mittlerweile? Ach, André ist leider gerade nicht da, ne? André ist leider gerade nicht da, weil irgendwie fliegen ein paar Leute bei uns im Betaverse. Das ist erstmal egal. Ich würde sagen, es geht los mit der ersten Frage. Welche der folgenden Distributionen ist die älteste? Lasse ich einfach euch mal 10, 15 Sekunden Zeit. Ihr könnt einfach mal tippen und ihr könnt auch im Chat mittippen, wenn ihr wollt, beziehungsweise das ist Debian. In Solar Hubs im Chat, weil ich höre euch tatsächlich nicht. Debian sagt Barbara, gibt es sonst noch Antworten? Ich würde Slackware nehmen. Du würdest Slackware nehmen. Okay. Ich wäre auch okay. Beim Team Slackware. Du wirst auch beim Team Slackware. Und das Schöne ist, wir schauen einfach mal nach, was es ist. Es ist Slackware. Und tatsächlich, so ein klein paar Hintergrundinfos. Slackware wurde im Juli 1993, die erste Version, soweit ich weiß, veröffentlicht. Und Debian wurde im August 1993 angekündigt. Also es heißt, ein Monat nur Unterschied. Von daher war Barbara mit dem ja auch wirklich nah dran. Sehr, sehr stark, aber Slackware war noch mal ein bisschen vor. Und witzig ist, SUSE stammt von Slackware tatsächlich ab. Und wie wir alle wissen, stammt Ubuntu von Debian ab und ist erst 2004 dann in der ersten Version dann da. Sehr stark. Immer gerne, die Regie will was einwerfen. Ich bin wieder da im Vortragsraum, weil ich bin übrigens, genau. Super, ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und das ist nämlich, welche Linux-Distribution ist momentan laut distrowatch.com
die interessanteste von diesen vier, die wir jetzt hier drauf haben. Das ist einfach nur zum Raten. Also, welche ist die interessanteste? Einfach mal raten, welche gerade auf Platz 1 steht. Nicht nachschauen. Natürlich im Quiz sind die Regeln so. Nicht googeln, nicht nachschauen. Das kann jeder. Ne? Was ist schätzt einfach, du? Oder? Ist einfach, oder? Es ist schon seit Monaten MX Linux. Also, MX Linux. Viele Fragen mit MX Linux. Genau. Nee, warte mal. Achso, aus. Du rollst das Feld von hinten auf. Ich roll das Feld von hinten aus und ich habe die Frage falsch gestellt. Sie sollte aus Deutschland heißen. Welche Linux-Option aus Deutschland ist laut DistroWatch momentan die interessanteste? Aber stimmt, Platz 1 ist MX Linux. Genau, aus Deutschland wäre es dann Manjaro, Platz 4. Ja, genau. Also, von daher verzeiht mir hier die falsche Fragestellung. Aber MX Linux ist natürlich absolut richtig. Auf Platz 2 liegt momentan Endeavor OS, also hat sich sehr hoch gearbeitet. Und auf Platz 3 Linux Mint. So, hoffen wir mal, dass es der einzige Patzer war. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und in welchem Land hat Linux Mint seine Ursprünge? Woher kommt Linux Mint? Ich tippe auf Irland. Barbara tippt auf Irland. Gibt es andere Einwerfungen? Weil ich meine, Mint ist ja auch irgendwie grün und Irland und grüne Insel und so. Das hört sich sehr plausibel schon mal an. Ja, Irland, 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 sagen sie alle. USA, Amerika, nach Linux-Fan. Und ich löse einfach mal aus, es ist Irland. Absolut richtig. Ne? Tatsächlich ist Clément Le Breffin ein, also jedenfalls hat er einen relativ französisch angehauchten Namen, scheint aber tatsächlich in Irland zu leben. Und tatsächlich ganz witzig, dieser Entwickler oder auch Initiator und auch Chef momentan von Linux Mint, Clem ist sein Spitzname, hat tatsächlich Linux Mint gestartet. Und bevor er das gestartet hat, hat er ganz einfach nur Reviews und Tutorials auf seinem eigenen Blog gemacht. Das heißt, aus Reviews und Anleitungen und so weiter hat er irgendwann gesagt, ach komm, ne, jetzt habe ich schon so viele Tutorials und Views gegeben, jetzt mache ich auch einfach meine eigene Distribution. Und das hat in dem Fall ganz gut funktioniert. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu einer weiteren Auswahlfrage. Welche der folgenden Distributionen ist die jüngste ihrer Art? Manjaro, Elementary OS, Zorin OS oder Deepin? Schreibt einfach mal in die Chats, was ihr denkt. Also ruft einfach mal rein bei uns. Ich sag Deepin. Deepin, sagt der Micha. Ich sage jetzt einfach mal Zorin. Ich schließe mich auch Deepin an. Deepin, nicht Google nebenbei. Ne? Wer googelt, der ist ein schlechter Gewinner. Zorin sagen viele, Zorin. Ich hätte auch Zorin OS genommen, aber es ist Deepin. Manjaro ist Juli 2011 reingekommen. Elementary OS im März 2011, tatsächlich sind die fast gleichzeitig entstanden. Aber Zorin OS ist schon extrem alt. Ist seit Juli 2009 schon da. Hätte ich nie gedacht, dass Zorin OS so spät wäre. Dafür ist aber jetzt Deepin natürlich Platz 1 mit, also der Gewinner in dem sich in der Frage, mit September 2016. Sehr stark auf jeden Fall. Dann kommen wir zu einer nächsten Frage. Welche der unten stehenden Namen stand zur Auswahl zur Benennung des Kernels noch da? Also da heißt ja mittlerweile Linux-Kernel. Was für Optionen hatte Linus Torvalds auch noch oder hat er in Betracht genommen? Ist es Torux, Linux, Bugix oder U-Kern? Ich tippe auf Bugix. Ich würde jetzt Torux sagen. Rest? Torux, sagt Hannes. Bugix. U-Kern, Minix. Ich würde einfach von der Namensgebung auch Torux tippen. Ich habe da aber keine Ahnung. Jean, ich tippe auf Bugix. Ich habe euch sehr toll hinters Licht geführt. Außer die Barbara, die konnte ich nicht hinters Licht führen. Es ist Bugix. Tatsächlich war das auch nochmal eine Option, wie Linux hätte heißen können. Natürlich an den Bug auch angelehnt, hat dann sein Professor tatsächlich aber damals nochmal den Vorschlag für Linux gegeben, meine ich. Also tatsächlich ja auch nochmal ganz witzig. So, dann
geht es weiter mit Freaksfield. Ja klar, ne? Es gab noch verschiedene andere, aber dann wäre Freaks oder Buggies richtig gewesen. Von daher wollte ich ja nur ein richtiges drin haben. Der Rest war tatsächlich frei erfunden. Sehr schön, wie ich euch in das Licht geführt habe. So, dann geht's weiter. Wer hat System D am Anfang maßgeblich gefördert? War das freier Entwickler, SUSE, Canonical oder Red Hat? Einfach mal reinschreiben, was ihr denkt. Mein Tipp ist Red Hat. Red Hat, Red Hat, Red Hat schreiben sie alle im Stream. Und hier konnte ich euch nicht so gut hinters Licht führen. Doch, Cubix konnte ich wenigstens hinters Licht führen. Es ist tatsächlich Red Hat. Und Red Hat, genau. Irgendwie sind hier die Sachen ein bisschen vertauscht. Macht aber nichts. So, Red Hat. Genau, also, genau, absolut. System D wurde von Leonard Pettering und Kay Sievers entwickelt. Die waren angestellt in Red Hat und noch ein paar anderen tatsächlich. Und tatsächlich wurde das Ganze auch unter der GNU Lesser General Public License veröffentlicht. Von daher war Red Hat da ganz groß Vorantreiber. Wie beispielsweise auch, ich meine, Flatpak haben auch viele Red Hat-Entwickler geschrieben. Oder jedenfalls hat der Red Hat auch viel mit drin im Spiel gehabt. Wie alt ist eigentlich das X-Window-System? Das ist jetzt eine Schätzfrage. Schätzt einfach mal, wie alt, also ich möchte eine Jahresanzahl haben, wie alt das X-Window-System ist. Einfach mal schätzen, einfach mal die Jahresanzahl jetzt nennen oder reinschreiben. Schaukelstuhl schreibt 40 Jahre. Was sagt das Team? 27. 27, sagt Lars. Ich sag 32. Ich bin für über 40 Jahre. 40 bis 45 Jahre. 40, 45. Also es ist alt. Ah, wie alt? Wie alt ist es? Wie ist doch einfach mal 34. 34, 35. Stark. Ich habe noch nicht die richtige Zahl gesehen. Und mit über 40 legt ihr leider falsch. Es sind 38 Jahre. Es wurde veröffentlicht im Jahr 1984, ist noch trotzdem eine Menge. Und ja, wir haben 2022. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind wir bei 38 Jahren. Sehr stark. Aber ja, ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir das Protokoll tatsächlich mal veröffentlichen. Tatsächlich, das X-Window-System selber, die erste Version wurde 1984 vorgestellt. X11 wurde im Release wurde im Jahr 1987 veröffentlicht. Ne? Seit X11 gab es keine Updates mehr, jedenfalls keine großen Updates mehr im Protokoll. Ne? Also seit 87 verwenden wir dann dieses Protokoll. 1984 wurde das X-Window-System veröffentlicht und vorgestellt. Weiter geht es mit der nächsten Frage. Wann wurde das GNU-Projekt gegründet? Wir sind gerade so ein bisschen in den Fragen drin. Da möchte ich ein Ja von euch hören. Wann wurde das GNU-Projekt gegründet? Ah, ich tippe auf 1984. 1984 kommt hier rein. Was haben wir denn sonst noch? 1986. 1986 wird hier reingeworfen. Haben wir noch eine Zahl? 1980 schreibt Schaukelstuhl. Ich sage 91. 91, sagt Lars. Wunderbar. 85, 82 und so weiter. Und man muss sagen, Barbara lag richtig. Aber nicht googeln, ne? Nicht googeln da hinten. Auf den billigen Plätzen. Nein, Spaß. Mach ich doch niemals. Ja, wirklich nicht, ne? Das ist schon wussten richtig, wir. Ja. Papa sitzt hier. Ja, dachte ich. So, dann also einmal 1984 wurde das GNU-Projekt initiiert. 1983 wurde es tatsächlich vorgestellt, ne? Genau. Und also angekündigt. Ne? Wunderbar. Und gegründet 84. Jetzt haben wir es. Weiter geht es mit einer Frage. Wie hieß der Vorgänger von OpenOffice? Da möchte ich einfach mal einen Namen hören. Hat da jemand eine Idee? OpenOffice. Das wusste ich mal, aber ich weiß es nicht mehr. Starview. Ich hätte eine Idee. Starview. Starview ist schon mal nicht schlecht. Ne? Also ich schreibt StarOffice, ja? Das ist älter, als ich denken kann. Ich habe keine Ahnung. Aber StarOffice habe ich schon mal gehört. Das könnte sein.
Könnte ich korrigiere nochmal auf Star Office. Star Office wird korrigiert und es ist richtig. Ja, die Softwarefirma Star Division steckt dahinter und die wurde 1984 von Marco Börries in Lüneburg gegründet. Ja, Star Office, die Ursprünge von OpenOffice und LibreOffice kommen aus Lüneburg. Tatsächlich, ganz witzig. Und OpenOffice.org entstand dann im Jahr 2000 aus den offengelegten Quelltexten des damaligen Star Office und wurde seither maßgeblich von Sun Microsystems, das dann später von Oracle aufgekauft, entwickelt. Und 2010 oder 2011 hat sich dann LibreOffice gegründet. Ja, wunderbar. Weiter geht es. Mit werden wir so ein bisschen technischer. Das waren jetzt so erstmal die Einstiegsfragen. Ich denke, wir sind alle warm. Vielleicht verschieben wir die anderen Vorträge ein bisschen nach hinten. Wir haben noch ein paar Fragen. Was ist der Terminal-Command zum Kopieren von Ordnern unter Beibehalten der Rechte? Das heißt, ich möchte einen Terminal-Command haben, mit dem man einen Ordner auf irgendwo anders hinkopiert, aber dabei die Rechte beibehält. CP blank minus RA. Okay. Wenn ich jetzt async minus a sage, dann gilt das vermutlich nicht, oder? CP minus a sagst du? Okay. Nee, async, nicht CP. Ach so, rsync. Ich möchte einen CP-Command in dem Fall. Aber ja, okay. Rsync, ja, hm? ja. Gut. Ja. Ich würde einen CP-Account. CP minus ar, CP minus ra oder move. Na? Move wollen wir nicht, wir wollen kopieren. CP-PR, boah, da muss ich nachschauen, was PR ist, um ehrlich zu sein. Aber tatsächlich ist CP-RA oder AR, das ist egal, in welcher Reihenfolge man das schreibt, richtig. Ne? Einmal das A steht für genau alle Dateien, nicht anders. Das A steht für einmal das Beibehalten dieses File-Headers in Anführungszeichen, jedenfalls dieser Rechte und so weiter. Und das R steht für Beibehalten des Rekursiven, beziehungsweise einfach, dass man einen Ordner kopieren möchte. Genau. Dann geht es weiter und hier wirklich nicht googeln oder ausprobieren und so weiter oder nicht nachschauen in der Manpage. Was macht der Befehl LL? Listet das aktuelle Verzeichnis beziehungsweise den aktuellen Ort. Okay. Den gibt es doch gar nicht. Haha. Ich habe es mit LS verwechselt. Das ist ein Alias in Ubuntu. Aha, okay. Ja, ja. Die gute alte Betriebsblindheit kickt rein. Und tatsächlich ist es ein Alias, absolut richtig, für ls-laf. Nie gehört. Ja, ich muss sagen, ich habe ihn auch nie benutzt, aber er steht in vielen Distros drin. Nicht überall, aber in vielen. Benutzt noch jemand ls oder schon alle Exa? Keine Interesse, kann man der Chat schreiben. Schreib es aber rein. Ist ein Replacement dafür. Echt? Okay. Bin fertig. Wenn ich die Nase voll habe, benutze ich nur rm-r/Sternchen. Fertig. Richtig, so macht man das. Ne? So lösen wir alle Probleme. Wunderbar, dann absolut. Was heißt jetzt eigentlich ls-laf? Ich habe es mal nachgeschaut. Minus a bedeutet für alle Dateien, minus l für ein langes Listenformat und minus f, dass es am Ende ein Zeichen der Typisierung anhängt. Steht in der Beschreibung. Was es am Ende effektiv macht, es fügt am Ende einen Schrägstrich hinzu, am Ende des Ordners bei der Auflistung. Genau. Exa schreiben die Leute, Fragezeichen. Mal so richtig viele scheinen das wohl noch nicht so zu hören. Cool, okay. Dann geht's weiter. Wo wird standardmäßig der USB-Stick eingehängt? Wieder eine einfache Frage. Vielleicht die Leute, die es wissen, nicht sofort vielleicht reinrufen. Vielleicht mal ganz kurz so fünf Sekunden noch mal nachdenken lassen. Ich frage mal anders, ist das wirklich standardisiert? Das ist, es gibt einen standardisierten Ort, ja. Also jedenfalls, der da drin sein sollte. Bin ich ja mal gespannt. Habe ich auch meine Zweifel. Also ich habe da schon mehrere Varianten auf unterschiedlichen Distributionen gesehen. Okay, vielen, vielen Dank. Du hast mir den Tag gerettet. Da bin ich ja glücklich, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der auf die Idee kommt. Ja, ja.
Genau, also es gibt verschiedene Antworten. Ne? Viele sagen /MNT, manche sagen /Media, manche sagen /Run/Media. Und was ich soweit für meinen Teil gefunden habe, ist halt eben /Media und dann der Name des Benutzers. Ne? Es mag sein, dass beispielsweise unter OpenSUSE auch unter /Run/Media ist. Ich weiß, um echt zu sein, nicht, was das Run-Verzeichnis am Ende tun soll, was es für einen Zweck hat. So eigentlich in der eigentlichen Beschreibung von den Ordnern konnte ich Run so in der Hinsicht erstmal nicht finden, beziehungsweise nicht den richtigen Grund finden, warum man das nutzen sollte. Aber unter /Media/Benutzername sozusagen ist es. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man doch hier bestimmt auch USB-Port antworten, oder? USB-Port. hoffentlich. Ja, absolut. Wobei, es besagen Legenden, die haben auch schon mal einen USB-Stick in einen Ethernet-Port reingesteckt. War ich ein bisschen, aber funktioniert vielleicht. Aber du wirst überrascht sein, du kriegst den USB-Stick auch in den HDMI-Anschluss rein. Passt auf. Ja, passt alles. Sehr stark, sehr stark. Schön. Weiter geht es. Mit einer etwas knackigeren Frage vielleicht. Was ist der Unterschied zwischen /bin und /sbin? Was ist der Unterschied, meine Freunde? Hat jemand eine Idee oder eine Vermutung? Ich weiß es, ich traue mich aber nicht. Dann trau dich doch mal, Lars. Nee. Ich probiere es mal. Also ich meine, dass die Standard-Apps bei Bin einsortiert werden. Und ich meine, das S steht für User und da die User-Sachen eingetragen werden. Aber so hundertprozentig wissen sie es auch nicht. Mhm. Also ich probiere es mal. S-Bin sind Systemprogramme und Bin sind normale Programme. Aha, okay. System-Bin schreiben manche, S-Bin für den Root, ja, so ähnlich. Also tatsächlich, absolut, S-Bin enthält die essentiellen Programme für Linux, die Linux unbedingt braucht, um hochzufahren sozusagen. So ist das jedenfalls definiert. Ganz witzig, mittlerweile wird, ja, also ich habe das Gefühl, dass es eher ein Relikt aus der alten Zeit ist, braucht man nur noch selten wirklich diese Unterscheidung. Die meisten Programme findet man unter Bin, auch die meisten Terminal-Commands, die man so kennt. Auch witzig ist, Bin und S-Bin existieren auf den meisten Distributionen gar nicht mehr, sondern das sind nur Verknüpfungen, also Sym-Links am Ende zu User-Bin und User/S-Bin. Also User heißt nicht User in dem Fall für den Benutzer, sondern Unix System Resources, also /USR. Genau, mittlerweile /USR/bin schreibt Clever Iris. Genau, absolut, sehr cool. Weiter geht es mit, was bedeutet Auto in der etcfs-tab-Datei? Was bedeutet Auto? Jeder hat es vielleicht mal gesehen, der mit der etcfs-tab-Datei gearbeitet hat, aber was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Dass es automatisch eingehängt wird beim Systemboot. Und was heißt No-Auto? Ja, dass es nicht automatisch eingehangen wird, oder wie? Richtig. Genau, Partition wird beim Booten automatisch eingehängt. Absolut. Genau, also wusste ich tatsächlich auch nicht selber, musste ich dann auch selber nachschlagen. Hab mir gedacht, hey, vielleicht haben sich da auch die einen oder anderen gefragt, was bedeutet dieses Auto? Wenn das da drin steht, dann wird es automatisch eingehängt beim Systemstart. Wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, immer wenn man eine Datei in die etcfs-tab reinschreibt, ist die automatisch eingehängt. Nope, erst mit dem Auto. Lernst du am Raspberry Pi, wunderbar, weil da funktioniert es nämlich nicht, da muss man es händisch machen. Herrlich. Hm. Jetzt machst du ein Knobeln. Wie lautet der Bash-Code zum Checken, ob zwei Zahlen gleich sind? Also ein bisschen Bash-Programmierung. Ich möchte von euch ungefähr ein Bash-Code irgendwas haben. Irgendwas mit Diff, frag mich nicht. Und dann geht das eigentlich schon. Aber ich weiß, irgendwas genau mit Diff Sinn, schreibst du? Nicht. Zwei Zahlen, checken, ob zwei Zahlen gleich sind. Diff oder if? Diff, D-I-F-F. Diff, okay. Ist gleich, fragt Cubix. Aha, minus EQ, schreibt Trusting Torvalds. Cooler Name nebenbei. Habt ihr nochmal einen kleinen minus EQ, sagt er? Genau, minus EQ, okay.
Da schreibt Fly Fermat zweieckige Klammern auf. Zahl 1 minus EQ, Zahl 2, Klammer zu. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und ich würde sagen, in dem Fall, viele liegen richtig. Man macht das nicht mit den zwei Ist-Gleichen, wie man vielleicht der normale Programmierer denkt. Nein, wir machen das mit dem minus EQ. Ich weiß nicht, ob Diff in dem Fall auch funktioniert, nur für solche Variablen. Vielleicht könnte sein, dass Diff in dem Fall Dateipfade sucht. Kann das sein, dass Diff dann Dateipfade sucht? Nee, Datei, Diff vergleicht eigentlich, aber wie auch immer. Ich müsste vergleicht, jetzt aber vergleicht Diff Datei. Diff ist eigentlich also schon Datei, ein Programm, ne? Und kein Teil der Bash mehr in dem Sinne. Hast du recht. Du müsstest mit Equal arbeiten, also mit EQ. Servus. Hallo Philipp, wir sind im Quizmodell. Genau, erste Zahl, zweite Zahl minus EQ. Genau, absolut. So funktioniert das Ganze, wie das gelernt. Programmiert euch jemand Bash? Hat jemand richtig Bock, Bash zu programmieren? Eigentlich kann ich es, aber ich habe jetzt nicht richtig nachgedacht. Okay, passt ja. Ja. Sehr stark. Feierst du es? Magst du Bash? Wirklich, tatsächlich? Also ich kann es auch. Das ist eigentlich großartig. Ich programmiere alles das, was man in irgendeiner Art und Weise mit Bash machen kann, löse ich mit Bash und gar nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Ich kriege immer einen auf den Deckel, wenn ich die Sachen in Bash und nicht in Python mache. Herrlich, ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, diejenigen, die Bash nie so richtig gelernt haben, beziehungsweise, also ich persönlich finde als anfänglicher, vielleicht IT-Admin in die Richtung, finde Bash in der Hinsicht unerträglich, weil einfach der Syntax und die einfach für mich nicht logisch genug. Aber vielleicht sieht das hier jemand anders. Aber cool. Vielleicht mache ich ja nochmal eine Bash-Reihe. Was meinst du? Da ist PowerShell schlimmer. Da ist PowerShell schlimmer, schreibst du. Das kann natürlich sein. Ne? Das mag sein. Gut. Wir sind durch, sagt die Regie. Ich sage aber, wir machen ein bisschen länger. Wir machen noch die Fragen fertig. Es sind nicht mehr ganz so viele. Kriegen wir hin. Ne? Vielleicht noch 5 bis 10 Minuten. Dann überziehen wir da ein bisschen. Der Shaw aus der Zukunft kann warten. Welche der 4 Befehle ist ein Kommando zum Drucken einer Datei? Meine Güte. Zu Caps gebe ich keine Antwort. Ich stehe mit Caps auf Kriegsfuß. Diese LPR-Geschichte ist sehr nervig. Haha. Ist was dran. Okay. Hat jemand von euch eine Idee? Einer dieser Befehle ist tatsächlich ein tatsächlicher Befehl. Okay. Und der Chat weiß es, als ob es keinen Morgen gibt. Und zwar sagt der LPR, ich muss mal nachschauen, ob LPR richtig ist. Und ja. Es ist richtig, genau. Tatsächlich ganz normal den Drucker anzusteuern und einfach sagen, okay, ich möchte eine Datei drucken, kann man schon theoretisch mit dem Befehl LPR und dann direkt den Pfad angeben. Also LPR, meine Datei.txt beispielsweise. Würde schon theoretisch. Theoretisch, aber was dann rauskommt, möchte ich nicht wissen. Genau, LPR kommt doch noch aus Urzeiten vor Caps. Funktioniert doch auf jedem Rechner. Der Caps hat. Fand ich sehr witzig. Dann eine Frage für diejenigen, die vielleicht etwas neuer in der Serveradministration sind, oder insgesamt im Netzwerkprotokoll Dingsbums. Über welches Protokoll kann man direkt seine Mails beziehen? FTP, POP3, SSH, MAP. Was ist das Ganze? Ich tippe auf POP3. POP3 tippt Barbara. Also da ist auch gemeint, dass du das quasi offline aufrufen kannst, dann würde ich auch POP3 tippen. Genau. Post Office Protokoll Nummer 3 oder Version 3. Das Post Office Protokoll Nummer 3 ist natürlich richtig, genau. Ne? Über SSH und F, also über SSH könnte man sich ja nochmal irgendwo anders einloggen und das einfolgen. Und bei MAP. Kannst du dir dann rauskopieren aus dem Barspool. Genau. Absolut. Und FTP, damit kann man nur Dateien transferieren. Weiter geht es mit dem Standardport für MySQL. Nicht nachschauen hier, Leute, nicht nachschauen. Was ist der Standardport für MySQL? Ist das 336, 6309, 3306 oder 3603? Ich rate mal, die Zahl 3603 gefällt mir am besten. 3603 gefällt dir am besten, ist eine tolle Zahl, das stimmt.
Findest du am besten mit Wireshark raus. Ja, oder, genau. Oder du tippst mal auf 3306. Ja, genau. Oder du tippst mal auf 3306. Ja, kann auch sein. Und tatsächlich, ich habe 3306 gebraucht. Philipp hat es vor ein paar Minuten gebraucht. Dann ist er natürlich da perfekt drinnen. Habe ich theoretisch tatsächlich auch vor ein paar Minuten gebraucht. Ne? Ich habe ihn selber nicht eingegeben, aber ich habe in MySQL gearbeitet. Absolut. Sehr cool. Dann haben wir noch drei letztliche Fragen. Oder habe ich noch drei oder nur zwei? Ich weiß es nicht, ob ich die eine reingenommen habe. Was macht folgender Befehl? chmod og plus rwx pfad. Was macht das Ganze? Also rwx ist einfach read-write ausführen, aber og bin ich raus. Für Gruppen ja, und andere, aber nicht für den Benutzer. Ah, okay. Okay. Da habe ich auch gehangen, gerade. Ich habe da genauso gehangen und absolut. Er teilt der Gruppe und anderen alle Rechte für den spezifizierten Pfad. Okay, was gelernt. Genau. Linux-Fan schreibt gute Frage. Genau. Und jetzt in den Chat, wie ist das numerisch umzusetzen? Nein, genau. Ist ja easy, ne? 777 also, funktioniert immer. Ja. 777, aber würde dann auch mit, also genau, numerisch, ansonsten dieses 777 ist halt, ne, muss man schauen, dass wir das jetzt gerade nicht in dem Fall für den Besitzer gemacht haben. Ja, Himmels Willen. Gut, dann hätten wir das dazu. Weiter geht es mit, tatsächlich, ich habe es hier Frage reingenommen. Einfach mal eine Schätzfrage. Wie viele Aufrufe hat Linux Guides mittlerweile auf YouTube erreicht? Einfach mal schätzen. Nicht nachschauen. Nachdem ich schon drauf geguckt habe oder ohne? Ohne. Einfach mal Zahlen raushauen. Man kann nur falsch liegen. Ich schätze mal 110.000. 110.000, schätzt Hannes. Ich schätze mal 2,3 Millionen. Barbara schätzt 2,3 Millionen. Ich werfe mal so 2,5 Millionen in den Raum. 2,5 Millionen? Ja, wer bietet mehr? Zum ersten, zum zweiten und nicht verkauft. 42 schreibt Sir Mpix. Ja, fast Sir Mpix. 1 Million. 777777777 schreibt QBX, ne? Und so weiter. Ja, vielleicht. Mit einer 7 startet es. Tatsächlich sind wir bei 7 Millionen mittlerweile. 52.000. Die 8 wird wahrscheinlich nicht mehr stimmen. Ich habe das, glaube ich, gestern oder vorgestern nachgeschaut. Seitdem werden wir wieder ein bisschen da haben. Aber tatsächlich haben wir schon die 7 Millionen Aufrufe geknackt, die sich jetzt rund um Linux Guides gedreht haben. Ne? Tatsächlich auch schon eine beträchtliche Zahl. Mal schauen, wann wir die 10 Millionen knacken. Vielleicht bis zum nächsten Quiz. Und damit müsste ich, glaube ich, durch sein. Yeah, you did it. Congratulations. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr habt etwas Neues dazugelernt und könnt damit mindestens am nächsten Linux-Stammtisch prahlen. Und das wäre es von uns gewesen. Vielen, vielen Dank fürs Mitraten an alle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Vortrag. Meine Geheimnisse der Videoproduktion auf YouTube. So fängst du an, dass du dann vielleicht dann auch hier die 77777 erreichst. Also, vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Herzlich willkommen zum Vortrag Meine Geheimnisse in der Videoproduktion.